Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Heute mit dem Spiel Borderlands 4. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zurück zu Borderlands 4. Ja, damit herzlich willkommen zurück. Ja, das ist wunderbar heute. Falls ihr euch fragt, warum könnte der Typ vor der Kamera angefressen sein? Ganz einfach. Ich musste gerade den ganzen Weg von dem Punkt, wo zur Hammerlock ist, bis hierhin mich nochmal durchkämpfen. Weil das Schöne ist, das speichert die neuen Positionen erst dann ab, wenn ich eine von diesen Reisestationen finde. Und wenn ich keine finde, werde ich bei der letzten gespawnt. Das heißt, ich muss eine Session machen, die einmal komplett das Ganze hier durchgeht. Das wird mich freuen. Ja. Um so eine kleine Info zu geben, was ich jetzt neu habe. Ich habe eine Shotgun gefunden. Und ich habe 2 Skillpunkte bekommen. Dadurch habe ich jetzt einmal mehr kritischen Trefferschaden und mehr Nahkampfschaden. Und wenn ich es schaffe, die in diese komische Blase zu stecken und die dann abschieße, dann lassen die Leben für mich fallen. Und ich habe noch ein bisschen die Treffsicherheit erhöht. So, dann geht es jetzt aber darum, dass wir Claptrap retten, der hier direkt ums Eck ist. Ich werfe einfach eine Granate hin. Hätte ich eine. Ich versuche mal was. Ah, komm hier. Bam. Bam. Danke. Oh. Nee, nur ein Ring up. Obwohl. Nee, das hat nichts zu bedeuten. Jetzt beruhig dich, Clappy. Ich bin noch nie bei dir. Guck! Mein neuer Untertan ist ein knallharter Hund. Ich hatte ihm nur die Waffe ins Gesicht gehalten. Oder besser gesagt vor seinem Roboterauge. Wenn er mich schon wieder seinen Sklaven genannt hat. Als ob ich die da unten rumfolge. Ich komme hier oben rum. Oh, das wird jetzt wunderbar. Und jump and run. Mehr oder weniger. Und ich habe endlich rausgefunden, wie diese komische Blase funktioniert. Die zielt genau dahin, wo ich auch mit der Waffe hinziele. Ich kletter einfach das Gebäude hier rauf. Ihr könnt mich mal. Und ich weiß nicht, ob man hier eigentlich draufklettern soll. Das ist übrigens wunderbar für meine Höhenangst. No joke, ich habe wirklich Höhenangst. Als ob du bis hier hochwerfen kannst. Was hast du denn für Steroidenarme? Danke. Komm hier hoch. Ich weiß, eigentlich habe ich nicht mit dem Nahkampfangriff getroffen, aber die Reichweite davon ist höher, als man denkt. Ja, meine Hand ist da oben und ich schieße gerade so runter. Wie man es auch machen sollte. So, klappt das eigentlich auch, während der dahinter ist? Wartet mal, das mache ich jetzt mit der Sniper. Nein, es klappt nicht, wenn der hinter einer Deckung ist. Alles klar. Hier wollte ich mich eigentlich nicht hinsetzen, aber auch in Ordnung. Ah. Freie Schussbahn. Ich will jetzt bitte wieder runter.
Danke. Blip, nip. Ich stelle mir auch die ganze Zeit vor, dass auch oben auf den Dächern irgendwas zu finden ist. Okay, mein Phasenlock ist wieder bereit. Jetzt kann man... Ich wollte gerade sagen, jetzt kann man die Reichweite testen, aber bis da oben hin reicht es einfach nicht. So, gucken, ob hier unten noch was ist, bevor ich was liegen lasse. So, hier habe ich, glaube ich, alles. Ich finde das Konzept von dem Spiel ja richtig geil, ne? Ich klettere einfach irgendwo drauf und hoffe, dass es gut geht. Fuck! Ich wollte da oben drauf und die Kiste... Ach, egal. Ja, ja, Klette, du kannst mich mal. Du nennst mich immer deinen Sklaven bzw. deinen Handlanger. Jetzt kannst du mich mal kreuzweise. Du hast mich gerade schon wieder Handlanger genannt, obwohl ich dir gerade was gesagt habe. Oh Gott, das wird nicht gut gehen. Oh. Ich sehe haufenweise Kisten, aber ich weiß nicht, ob ich die holen will. Ich will hier ehrlich gesagt nur da wieder runter. Oh, jetzt setz mich doch da hinten ab. Danke. Ist denn irgendwas, wofür es sich lohnen würde? Da ist eine Kiste. Die würde ich eigentlich gerne haben. Ich werde wahrscheinlich eine weitere Runde rennen müssen. Da unten sind Kisten. Aber brauche ich die jetzt so dringend? Ich glaube nicht, ne? Das war wieder außerhalb der Kamera. Ich habe die Kiste irgendwie geöffnet. Ich weiß nicht wie. Das interessiert mich nicht, Claptrap. Du hast keine Macht über mich. Ah. Ich habe das Geld, das ich so dringend brauche. Endlich gefangen gekriegt. Jetzt kann ich mich verziehen. Wartet mal. Bevor ich dir folge, ich will einmal da oben drauf. Zum einen, da hinten ist eine Kiste. Ich will da einmal runter gucken, auch wenn das Gift für mich eigentlich sein wird. Oh. Was für eine richtig geile Aussicht. Da muss man doch auch mal nebenbei genießen. Das ist so eine geile Aussicht zu haben. Ich persönlich habe nämlich zum Beispiel noch nie die Arktis in Real Life gesehen und jetzt für mich wirkt es so, als wäre ich dort. Das wollte ich einfach nur mal genießen, so den Ausblick statt immer nur dieses Geballer. Muss auch mal Zeit finden für die kleinen Dinge. Fällt das runter, sobald ich es öffne? Ich denke mal, alles rausholen. Kann ich die Kette zuschießen? Nein. Wäre aber lustig, wenn. Und im Übrigen, ich wusste nichts von dem Zyklus. Ich wollte eigentlich nur da hinten drauf. Oh, Treppen! Ich kann keine Treppen steigen. Wir müssen irgendwie anders raufkommen. Oh, ein Kran! Finde die Steuerung! Was für ein Kran? Okay, du nutzloses Stück Scheiße. Fangt! Fangt! Okay, so weit kann ich die Granaten jetzt nun auch wieder nicht werfen.
Es ist unmöglich, dass ich von hier bis nach da hinten werfe. Da könnt ihr sowas verknicken. Oh, Klo, da muss ich hin. Ich muss da hin. Ich muss mal. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber ich musste halt so trinken, weil. Jetzt hebt die Scheiße auf. Das Interface öffnet sich übrigens die ganze Zeit, weil ich die Sniper noch in der Hand gehalten habe. Ist hier irgendwas versteckt? Ja, mehr oder weniger. Könnte eine Granate sein, ne? War aber leider keine. Ich hab eine Granate noch zur Verfügung. Ach, ein einziger. Guck mal am besten auch hier die Munition. Ach, ich lade mal nach. Ja. Bestimmt unter der Treppe. Mal durchgucken, ist der was? Nein. Das abschießen? Nee. Wo hab ich mich jetzt schon wieder? Oh, ich hab mich den ganzen Weg runtergeportet. Das wollte ich doch gar nicht. So, dann schnappen wir uns mal den Kram. Oh, eine Drachenstatue. Ja komm, jetzt wechsel die Waffe. Einmal. Oh, da war ein explosives Fass. Okay. Für euch ist das. Ja, ist mir noch egal, ob ihr nicht explodieren wollt. Ich hab's nicht mal gesehen. Ach, da war sogar noch ein Fass, das mit explodiert ist. Ja, die waren dann auf jeden Fall RIP. Ich hab noch eine Granate. Fresh Red. Oh, da muss ich hin. Oh, hi. Hier, bitte. Ich hab's gerade mitbekommen. Muss erst den töten. Also das Spiel weiß auf jeden Fall, was für eine Angst ist, was ich habe, dass ich unter Höhenangst leide, weil es konfrontiert mich echt viel damit. Tut mir leid, Leute, aber ich muss noch ein bisschen. Okay, bin fertig. Direkt zum nächsten Toilettenhaus. Theoretisch hätte die Tür mir eigentlich voll in die Fresse fliegen müssen. Ich wollte gerade sagen, jetzt lass mich doch mich irgendwo hinporten. Kann ich beides gerade nicht gebrauchen, aber vielleicht kann ich sie ja noch verkaufen.
Ich mach mal meinen Granatenschaden hoch. Habe ich einen Skillpunkt? Nein. Mal die Waffe vergleichen. Ich hatte gerade eben. Die ist ein bisschen genauer und hat auch ein bisschen mehr Schaden. Das Magazin ist um einen kleiner und es lädt langsamer nach. Und die Feuerrate ist ein bisschen geringer. Aber ganz ehrlich, ich kann den Schaden gut gebrauchen. Und jetzt würde ich noch gucken, ob ich das wegschmeißen kann, das mir deutlich weniger einbringt, als zum Beispiel das. Unter den Schilden ist doch bestimmt auch so ein Billo-Ding. Ja, einer. Dann kann ich nämlich die beiden einsammeln und später gut verkaufen. So, da muss ich offensichtlich nicht lang. Ich muss jetzt die Steuerung vor diesem komischen Kran finden. Wo ist denn der Kran an sich? Oh, da geht's hoch. Das hätte jetzt so leicht schief gehen können. Auf unbeweglichen Plattformen umzustehen ist meine drittliebste Lieblingsbeschäftigung. Gleich nach Tanzen und Fight. Komm mal hoch! Ich glaube, ich habe gleich den höchsten Punkt erreicht. Da werde ich kotzen. Ich werde schwitzig von der Höhe. Jetzt nichts falsch machen. Ich will nicht den ganzen Weg wieder runter. Wenn ich den ganzen Weg wieder hoch muss, dann schreie ich. Und weine. Die Munition ist gerade gut. Ja, sieht doch gerade noch ganz gut aus. Ich glaube, ich habe so langsam den höchsten Punkt. Kleptöp auf dem Bauch. Jetzt gerade das ganze Ding runtergesegelt. Munition zum Kaufen. Das Ding brauche ich nicht. Du bist mein millionster Kunde. Das wird das nicht zu Kopf steigen. Ich habe aber mal mein ganzes Inventar vollgekauft und wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann verkaufe ich mal den ganzen Schrott, den ich dabei habe. So. Flappy? Wo bist du? Ah, da. Ich muss jetzt wahrscheinlich nach oben hin, ne? Oh, nächster Bossfight. Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs. Heizt ihn ein. Ich muss dir, glaube ich, erstmal auf die Nase geben, oder? Burn, burn, baby, burn. Okay, ich werde auf jeden Fall Feuerschaden hier kassieren. Ich glaube, die Feuerwaffe wird mir also hier nichts bringen. Also nehme ich mal die mit dem mehr Crit-Schaden. Das treffe ich nie im Leben. Von der Entfernung aus. Komm. Ihr frisst das und ich. Ich wollte gerade sagen, ich hau den jetzt mal so richtig. Nö! Ach, das ist so eine Pistole. Oh, hi! Was stehst du denn hinter mir? Bam. Ich glaube, eine
Shotgun ist hier eine bessere Idee. Wo ist meine Granaten? Ich werde drauf gehen. Ah, so sieht also die Wiedergeburt aus. Am besten direkt die hier nochmal voll kaufen. Und ich habe ja jetzt mir gemerkt, ich muss auf jeden Fall mit der Shotgun an die Sache ran. Bam! Ja, brenne ruhig eine Runde. Oh Gott, ich will nicht mitbrennen. Ach du Scheiße. Der hat doch eine komplette Meise. Pam. Pam, 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 pam. Er geht wieder in den Nahkampf. Flucht. Oh, hi. So, ich habe jetzt mal die anderen Stirnfiele umgebracht. Ich hau ab. Weiß nur noch nicht wohin. Jetzt gibt's die volle Breitseite. Tschüss. Fall bitte um. Alter. Das ist fantastisch. Jetzt ist die Frage, welche Flammenwaffe ist besser? Die ich gerade bekommen habe? Oder die ich schon hatte? Und ich überprüfe das gerade. Also die Magazingröße ist hier natürlich deutlich höher. Ich schieße einmal kurz damit. Damit könnte ich gut welche im Brand stecken. Claptrap, jetzt beruhig dich mal. Er ist tot. Also zuallererst, Clappy. Du hast überhaupt nichts gemacht. Hä? Hat der irgendwer auf mich geschossen? Kann ich eigentlich nochmal zurück? Ja, ich kann zurück. Mach ich doch mein Inventar nochmal voll. Ah, deswegen lasst ihr Clappy noch aus. Na? So, der ist jetzt verkokelt.
Clappy, was ist das? Hast du dich jetzt endlich ausgeschissen? Bist du beruhigt? Können wir weiter, ohne dass du wie der letzte Billy Billy hier rumhampelst? Jetzt müssen wir nur noch zu meinem Chef. Ich hab das hier höchstwahrscheinlich im Übrigen schon längst in zwei Folgen geteilt. Aber ich will hier halt in einem durch jetzt. Jetzt bin ich schon dran. Den Kauf gerade eben hätte ich mir sparen können. Da oben gibt es wahrscheinlich nichts. Mit Munition kann ich ja jetzt gerade nichts anfangen. Da ist es! Mein mächtiges Seefahrzeug! Lass es zu Wasser, mein alter Seebär! Oh. Ja, gleich. Einfach da vorne hin. Ach, ich muss wahrscheinlich irgendwie erst das Ding frei kriegen. Wo ist denn der Schalter dafür? Danach brauche ich dringend eine Pause. Sag jetzt nicht, ich muss da draufklettern. Ich glaube, das Spiel mag mich nicht so besonders. Ich will, dass ich an ungemütlicher Ort. Nee, ich muss nicht da hoch. Aber irgendwie muss ich das Ding noch freikriegen, oder nicht? Was genau wird von mir gerade verlangt? Okay. Bevor ich das jetzt noch mache, ich habe gerade irgendwie Upgrades bekommen. Okay, doch nicht. Ich dachte, da stand irgendwas mit Upgrades. Oh. Freehorns Divide. Das war nicht so schwierig. Das sagst du! Ich sehe da was, das mir vielleicht gefallen könnte. Sanctuary ist für euch gesperrt. Ihr Bloodshots könnt in eurem Loch bleiben. Oh nein. Super. Lauft ihr los nicht zurück in euer Camp? Oh, gute Idee. Ich glaube, wir drehen um und verziehen uns in unser Achs. Ach, das hast du gerade übertragen? Der Hunger ist gewalttätig und gefährlich. Sanctuary ist... Kann ich über die Eisschollen nach da drüben? Nein, die werden mir nicht mal als irgendein Objekt angezeigt. Ja, ich mache hier jetzt auf jeden Fall Schluss. Weil für mich ist das gerade echt anstrengend gewesen. Vor allen Dingen, ich habe es nicht so mit Höhen und in VR ist es nicht unbedingt besser mit den Höhen. Ja, ihr kennt ja den Drill, wenn es euch gefallen hat, ne? Dann lasst ein Abo und ein Like da. Ansonsten, tschüss!